Natürlich sind das besondere Bedingungen und natürlich macht es auch keinen Spaß, in der Form Handballspiele zu spielen und auf der anderen Seite auf Betonklötze zu schauen. Natürlich ist es schöner, 15.000 Zuschauer in der Halle zu haben, aber auf der anderen Seite sind Olympische Spiele trotzdem Olympische Spiele und ich glaube, wenn die Mannschaft ins Dorf einziehen wird, dass es dann auch was Besonderes für sie sind. Es sind sehr, sehr starke Restriktionen. Ich habe gerade wieder mit der deutschen Nationalmannschaft sprechen können. Und man muss sich das wirklich so vorstellen, wie in einem großen Gefängnis. Sie sind gerade in ihrem in Tokushima und sie kommen noch nicht mal an den Strand. Und es ist sehr, 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 sehr eng. Und da mache ich mir halt einfach ein bisschen Sorge, dass in den Köpfen halt eine gewisse Müdigkeit dann auch auftreten wird. WMs, EMs gibt es halt schon mal regelmäßiger. Die Olympischen Spiele sind im Regelfall alle 4 Jahre. Und das ist für den Sportler ein Highlight, worauf sich gerade auch Einzelsportarten eine ganze Periode darauf vorbereiten. Also von daher ist es und bleibt es was Besonderes. Also der Traum lebt natürlich immer. Und jetzt dürfen wir die WM nicht heranziehen. Das ist, war sicherlich unter völlig anderen Bedingungen. Viele Spiele haben nicht gespielt, sodass wir nicht diese Stabilität hatten, die notwendig war. Jetzt sind wir in fast Bestbesetzung, mit Ausnahme von Fabian Wiede, Patrick Winczek, sind alle Spieler mit dabei. Natürlich haben die Spieler des THW Kiels mit Peklau und mit Weinhold natürlich auch Champions League gespielt. Der Rest ist aber schon ein Stück weit ausgeruhter und von daher glaube ich, dass wir eine gute deutsche Mannschaft bei den Olympischen Spielen sehen werden. Wir haben eine ganz, ganz schwere Gruppe mit einem ganz schweren Auftakt gegen Spanien. Jetzt wollen wir erstmal das Thema Viertelfinale erreichen. Dann hat der Bundestrainer selbst das Halbfinale ausgerufen. Es ist richtig und gut, Schritt zu Schritt zu gehen und jetzt erstmal zu sagen, jetzt kommen wir erstmal bei den Olympischen Spielen an, jetzt kommen wir ins Dorf an, jetzt versuchen wir mal diese schwere Gruppe zu überstehen mit dem Viertelfinale, dann leben wir den Traum Halbfinale und ganz ehrlich, wer im Halbfinale ist, der will nicht Vierter werden.